Ursula von Schröter jetzt mit mir hier auf der Couch. Sie bringen eine Novelle mit, Madeleine und der Gefangene. Eigentlich eine Novelle, die ihr Vater geschrieben hat, Hubert Dörschuk, und zwar 1946 in französischer Kriegsgefangenschaft. Und sie wollten das Buch jetzt gerne herausgeben. Es ist Anfang dieses Jahres erschienen. Zu ihrem Vater ist zu sagen, er ist 1910 geboren, war Karlsruher durch und durch, 1999 gestorben. Er war ein ganz bekannter Feuilletonist seiner Zeit. Er war hier bei der BNN als sehr wichtiges Redaktionsmitglied von 48 bis 77, hatte eine eigene Sonntagsbeilage, also war dort Ressortchef, hat sehr viele Filmkritiken geschrieben. Er hat sich für die Regionalisierung der Kultur in Karlsruhe eingesetzt und ist auch Autor des Buches Deutschland, deine Badener gewesen. Und er wurde bekannt unter dem Synonym Amadeus 7. Was hat es denn mit diesem Synonym auf sich? Wissen Sie das? Ja, mein Vater war ein großer Liebhaber des Romans Die Biene Meier, weil da kommt eine Grille drin vor. Und diese Grille ist sehr klug. Und ich habe aber im Moment den Eindruck, die hieß nicht Amadeus. Das war eine Grille mit 7, aber ich glaube, sie hieß Kurt. Ah. Aber ich muss noch mal nachgucken im alten Buch. Auf alle Fälle, er fand Amadeus. Mozart natürlich, das war auch sein Komponist, den er liebte. Insofern denke ich, wurde Amadeus 7. raus. Ich meine, wir waren ja Kinder, als es passierte. Und insofern hat er die Geschichte natürlich erzählt. Ja. Also so eine Mischung aus Mozart und Biene Meier, genau. Sozusagen. Okay, genau. Alles klar. In der Novelle geht es um eine junge Frau, die 1946 in Frankreich auf einem Landgut lebt, und um ihren Vetter, beide sind 14 und 15 Jahre alt, und im Haus arbeitet ein Gärtner, der sogenannte Bosch Michael, ein deutscher Kriegsgefangener, genau, der dort die Gartenarbeit macht. Madeleine ist von ihm fasziniert, aber natürlich auch ein bisschen erschrocken und abgestoßen. Ihr Vetter Armand hasst ihn, weil sein Vater im Krieg gefallen ist, und Michael hingegen ist fasziniert von Frankreich. Und die drei nähern sich dann sozusagen an, also es findet eine Annäherung der Feinde sozusagen statt. Geschrieben, wie gesagt, 1946 in der Kriegsgefangenschaft ihres Vaters, er war auch in Frankreich. Wissen Sie, was er in diesem einen Jahr in der Gefangenschaft erlebt hat? Ich weiß nur eine Sache, die er erzählt hat. Das war, er hat in einer Bibliothek gearbeitet, also nicht im Garten, sondern bei Jesuiten, und hat dort die Bibliothek sortiert, geordnet. Und da er natürlich als Journalist auch Maschine schreiben konnte, war das natürlich alles sehr für die Jesuiten sehr, und er sprach Französisch, ja, also war das für die sehr einfach, da mit ihm zu arbeiten. Und ich glaube, das hat ihn sehr glücklich gemacht, weil im Lager war das nicht besonders schön. Ja? Die Geschichte ist dann 1948 als Fortsetzungsgeschichte in der BNN erschienen tatsächlich. Der Untertitel lautet, Moment, genau, ein Appell an das Europa von heute. Sie haben 75 Jahre nach Kriegsende das Buch neu herausgegeben. Was ist denn das Aktuelle an dem Buch? Das Aktuelle ist, dass es heute immer noch so ist, dass ohne Verständnis füreinander und ohne Verzeihen wir Menschen nicht miteinander leben können. Das glaube ich. Ja? Und dass diese Geschichten auch heute wichtig sind, dass sie erzählt werden. Ja? Und ich habe es in den Unterlagen, wie so oft, dann mal wieder gegraben. Und dann habe ich das alte Manuskript von ihm gefunden. Und dann habe ich die Geschichte durchgelesen. Und dann habe ich gedacht, eigentlich wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, das nochmal in Buchform herauszubringen. Das war. Und dann kam natürlich dazu, dass meine Tochter in der Zwischenzeit Malerin wurde und sie natürlich die Illustrationen dann neu machte. Früher war es der Werner Kornhaß, auch ein bekannter Maler aus Karlsruhe.
der die Zeichnungen damals gemacht hatte, und er kam gerade aus der russischen Kriegsgefangenschaft zurück. Und mein Vater hat ihm da die Möglichkeit gegeben, zu seiner Geschichte die Zeichnungen zu machen. Das weiß ich noch, da war ich sehr beeindruckt. Genau, Sie sagt schon, in dem Buch sind die Zeichnungen von Ihrer Tochter. Die Künstlerin ist in Berlin, sie hat 6 Illustrationen gemalt, überwiegend Einzelporträts der Protagonisten. War denn Ihr Vater, also der Opa sozusagen, einverstanden mit den künstlerischen Ambitionen Ihrer Tochter? Er war sehr einverstanden mit den künstlerischen Ambitionen. Ja, auch komisch, wenn ich sage. Ja, genau, nee, das war, und es zeichnete sich bei ihr sehr früh ab, ja? Also schon mit 5, 6 Jahren war das eigentlich ziemlich klar, was sie machen wollte und was sie werden wollte. Interessant. Noch ganz kurz zu Ihrem Vater als Badener. Im Vorwort, das Ihr Mann geschrieben hat, steht, Ihr Vater eben war ein Badener mit allen dem alemannisch innewohnenden Wassern gewaschen. Wie badisch war denn Ihr Vater wirklich? Er war badisch, indem er weltoffen war. Ich denke, dass die Badener das sind. Vor allem auch die Grenze zum Elsass, also zu Frankreich. Er sprach Französisch. Und ja, ich glaube, die ganze Offenheit des Badeners, die kommt schon irgendwo in seinem Buch, speziell Deutschland, eine Badener, steht das alles drin, die verzwickte Familie, ja. Das war für ihn, da ist er auch total eingetaucht in diese Geschichte, ja. Das war für ihn ganz wichtig, das darzustellen und zu zeigen. Schön. So, jetzt sind wir sehr gespannt auf Ihre Lesung. Viel Vergnügen, Ihnen auch viel Vergnügen. Danke.